Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2017 mit dem Virus. Galu, Galu. Ja, ihr müsst bedenken, er hat seine Tabletten noch nicht gefuttert. Wir sind in Ungarn. Ungern. Wir sind in Ungern. Über auf den Hungaroring. Ja, dem hungrigen Ring. Achso, ja, verstehe. Ah, Witz mit der Pointe, komm raus. Ja, geht nicht durchklemmt. Füße hoch. Jawohl. Schwede, er kommt tief. So, mein liebes Boxenluder, sag mir doch mal das Wetter an. Mit wem redet der? So, dann gucken wir doch mal wieder hier. Ja, ja, ja. Training trocken. Ja, ist normal. Qualifying trocken. Rennen trocken. Ach, du hast mehr Glück als Verstand, ey. Aber die Strecke wird trotzdem mehr lustig als alles andere, Leute. Könnt ihr euch darauf verlassen. Guckt euch mal denn die Streckenverlauf an. Ihr sitzt ja links unten, Alter. What the fuck? Kaum eine Gerade, wo man Gas geben kann. Ja, man braucht schon ziemlich viele Reifen, denke ich mal, für die ganzen Kurven. Und ziemlich viele Flügel. Ziemlich gerade Kurven. Eine gerade Kurve, Alter. Oh, wow, 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 wow. Ah, hier sind die Curbs ziemlich hoch. Das ist natürlich... Ja, so cool. Wenn du da einmal mitnimmst, ne, dann gehst du direkt fliegen, ey. Vor allen Dingen, hier gibt es wieder so eine schöne S-Kurve. Zu der Virus gleich kommt. Jo. Nicht ganz fair, aber fein. Oh, ja, aber... lieber Jeff, ich glaube, wir brauchen ein paar extra Bremsen. Ich hab jetzt aber ganz schön viele Bremsen, ey. Hö? Also, solange dir nichts kaputt gefahren hast, ist ja alles okay. Nee, kannst du echt nicht wirklich beschleunigen. Da brauchst du echt gute Bremsen immer. Naja. Die sind die einzigen, die da drunter leiden, aber richtig, ey. Und die Reifen nicht zu vergessen. Ja, genau. Mehr als alles andere. Ja. Die tun mir echt leid, deswegen startet man hier auch mit weißen Reifen. So, die gezeitete Runde ab jetzt. Da wollte ich jetzt mal nichts riskieren, da gehe ich dann lieber runter vom Gas und dann nochmal drauf. Oh, da hätte ich auf dem Gas bleiben können, aber ich will nichts riskieren. Nee, nee. La 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 la. Oh ja, die S-Kurve ist super. Ja, nice. So muss das. Bei der S-Kurve muss man echt aufpassen, dass man nicht zu weit nach außen kommt, weil da die Curbs höher sind als innen. Ja. Meine Zeit ist hin. Da hat es mich gerade nach außen getan. Oh. Die eine Kurve, die rechts. Ne, warte mal. War da links? War da rechts? Mit einmal da ging's. Ja, schlechte Zeit, sehr schlechte Zeit. Oh ja. Muss ich zugeben. Da hast du recht. Ja, das war die zweite Kurve vor der Zielgeraden. Da hat es mich zu weit nach außen getragen. Doch. Ja, hier auf der Strecke ist eine 1,22, 1,23 drin. Aber noch ist ja ziemlich leer auf der Strecke. Also bis auf wir beide und noch vier andere ist echt angenehm. Ja. Na gucken, ob wir jetzt eine gute Zeit rausknallen.
Ja, ich glaube, hier auf dieser Strecke wird es viele OOs geben. Und da vorne fährt gar nicht mal so schlecht, da der Quiet. Aber nicht so, nicht dran gerade. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall eine neue Zeit, jawohl. Ja, schön, schön. Ja, dann gut, dann doch nicht. Ja, da ist er wieder versaut. 1,25 auf 1,28 auf 25, aber geht. Holen wir uns mal eben den Satz neuer Reifen und dann gehen wir wieder los. Hey, sehe ich das gerade richtig oder regnet das gerade? LOL? Training stand auch trocken, was soll die Kacke? Boxenstopp. Kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch gerade trocken. Ach, jetzt steht hier auf einmal leichter Regen. Eben stand noch alles trocken. Ah, nee, Jimmy auch. Wie schnell das umschlägt. Ja, hier steht Training trocken. Immer noch. Hä? What the fuck? Na gut, vielleicht tröpfelt das auch nur so vor sich hin, dass da jetzt nicht mehr kommt. Also ich werde jetzt nicht auf Regendings umschwenken. Jetzt können sie knicken. Hammerhart, ey. Da musst du echt mit dem Gas spielen, damit er nicht so schnell und keine Verwarnung. Ja. Aha, jetzt muss ich erst warten, bis ich raus darf. Anstatt, dass sie mich einfach rechts dran vorbei herfahren lassen, nö. Ordnung muss sein. Er trinkt nebenbei. Man hat's gehört. Jo, ab und an ein Schlückchen muss auch mal sein, du. Kommt doch an was du nuckelst. Ja, dafür wäre es noch zu früh. Ja, also ich meine so Boxenluder oder nicht so. Nippelodingen. Hat er nicht gesagt. So, gucken wir mal. Oh. Sergio Perez mit 1,27. 2 Sekunden langsamer als ich. Ja, aber schauen wir mal. Da kommt wahrscheinlich dann nochmal. Oh, 10 von 20. Gut, dass ich rein bin. Oh, ich habe genau die passende Dings. Bei mir ist alles frei vorne. Schauen wir doch mal eben den Camillo zu. Ah, das ist die Einführungsrunde. Das lohnt sich noch nicht. Ja. Was haben wir denn da? Den Perez, jawohl. Alter, leichte Regen, das ist jetzt echt scheiße. Aber die Strecke ist noch trocken, sehr schön. Die Cockpit-Ansicht haben sie aber gut gemacht, doch. Oh, das ist der Valtteri Bottas. Ja, haben Sie mit der Kamera haben das jetzt hier genauso gemacht wie bei einem Rennen jetzt im Fernsehen. Die Kamera in die Curse rein und wenn du drüber fährst, wackelt die. Aber im Fernsehen haben sie das nicht gemacht. Da hat die nicht gewackelt. No ever, Alter. So, ab geht's hier. Mal gucken. Nico Hülkenbeger, Platzierung 13. Oh. Massa ist auf 10. Dann haben wir noch Zeiten. Wie sieht es mit den Zeiten aus? Ja. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,25,7. Oh, Alter! Boah, Scheiße! Alter, das gibt's doch nicht! Bottas, du Ratte! 1,25, 860 und ich habe 1,25, 700. What the fuck? Ei, das wird wieder eng bei euch. Alter, ich breche ab, ey. Oh, ne. Das ist strange.
Ja, und der Hamilton ist ja auch noch nicht durch, glaube ich, ne? Der kommt ja auch noch dann. Der Hemi? Wo ist denn der Hemi? Hamilton ist noch gar nicht gefahren. Genauso Ja, wie das, ja. wie Verstappen. Deswegen sage ich ja, die Zeit von dem kommt ja auch noch dabei. Und Ricardo, der ist, ich glaube, der ist unterwegs, ja. S1 hat er schon mit 30.731 gefahren. So, mal gucken, was hauen wir noch da rein. Also viel besser wird's nicht. Na, schade. Boxenstopp. Ja, jetzt wird die Strecke nass, da ist es dann. Also ist 11 von 20 Wagen draußen. Man merkt schon, jetzt kommen die Reifen auch nicht mehr so gut klar. Ui, 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 ui. Oh Mann. Was war noch mal S2, S1? Wir sind Neunter auf dem S1, Sektor 1, Sektor 2, Sektor 3. Okay. Also Sektor 2 hat da 32, 604, der Ricardo. Scheiße. Gut, dass Ricardo ich nur. ist auf dem 10. Platz, hat er sich katapultiert. Na, gucke da. Aber Bottas, Alter, der hängt mir direkt hinten am Knoppers. Oh, der Hülkenberger hat sich auf dem 5. platziert. Ja, warte. Hülkenberg, du Schlingel, du. 12 Wagen von 20 draußen. Ja, guck mal an, jetzt so langsam wird's voll. Ja, ich würde dann einfach mal sagen, ich fahre also nicht nochmal raus. Ich lasse die Zeit jetzt einfach mal so. Safe, würde ich Ja, weil du sagen. jetzt eh nur das mit dem scheiß Wetter jetzt dann hast, da ist es eh dann. Ja, ich komme jetzt auch gerade rein, da passt das doch. Jo. Okay. Ich sehe es gerade. Steht trocken und fängt an zu regnen. Ja, so schnell passiert das. Ist genau wie in Aserbaidschan, ne, wo wir erstmal Regen hatten, die ganze Strecke über. Ja, aber da war es ja auch angesagt. Hier stand ja trocken und es regnet trotzdem. Aber guck mal, da hängen sie alle drei auf einem Fleck, ey. Der Hülkenbäcker ist da. Aber da muss ich weiter. Scheiße, ich kann da jetzt nicht. Die fahren sich alle keine gute Zeit, jetzt die drei. Eieiei. Ja, wegen dem, erstens wegen dem nahen Beisammensein wahrscheinlich und zweitens dann wegen Wetter. Okay. Je nachdem, ich weiß nicht, was die für Reifen drauf haben. Ja, Noch mal der rein. Red Bull hängt hinter Hülkenberg und Hülkenberg hängt hinter so einem hautfarbenen. Ich weiß das nicht, war das jetzt Force India? Wenn der pink ist, ja. Ja, guck. Aber welcher Fahrer das ist jetzt KA? Oh ja, ich sehe es gerade. Hülke mittendrin. Oh, das war aber knapp. Oh, der Sergio Perez. 1,27,252. Das einzige der Bottas auf 1,25. Ja, Ja gut, ey. das ist ja jetzt eh erstmal nur Training, deswegen ist das dann eh nicht so geil. Max Verstappen. Okay, der ist unterwegs. Der Hamilton, der ist noch gar nicht on the way. Ja, die wollen wohl alle nicht. Nee, glaube nicht, aber das kommt noch. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir haben Ja. jetzt unsere Trainingszeit erfolgreich hinter uns gebracht. Komisches Wetter, keine Ahnung. Wir sehen uns dann beim Qualifying wieder. Macht's Ja, gut. alles klar. Bis zum nächsten Renntag. Tschüss.